herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise zu einem neuen Food Diary. Heute essen wir mal zusammen und deswegen, ja, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich habe nämlich schon vor einer Woche, glaube ich, da habe ich euch auch auf Instagram mitgenommen. Wie gesagt, da nehme ich euch ja gerade auch etwas aktiver mit und es macht auch echt mega Spaß. Da hatte ich halt dieses Simply Eggless Fläschchen gekauft, und zwar ist das von Aldi. Ich hatte das auch reduziert gekauft. Es ist nämlich relativ teuer, muss ich sagen. Also das kostet 5 Euro, 4,99 Euro. Ich habe es aber letztendlich trotzdem mitgenommen, weil man halt eben daraus, und das ist noch so mein Guilty Pleasure, man kann damit halt super Omelette machen, Rührei und auch damit backen. Also backen habe ich mittlerweile kein Problem mehr mit, aber halt so ein gutes Rührei, das brauche ich halt noch ab und zu. Und deswegen wäre es ja richtig cool, wenn das jetzt auch gleich schmecken würde. Kann man jetzt nicht immer kaufen, es ist schon teuer, aber so mal finde ich es eigentlich ganz cool als Alternative. Und genau, dann mache ich uns also jetzt ein Rührei draus mit Bärlauch. Den hat mir mein Papa letztens mitgegeben, als ich ja sonntags bei ihnen war. Ich habe auch noch nie Bärlauch gegessen, so in einem Gericht, glaube ich. Aber es macht alles viel besser, es schmeckt einfach wie Knoblauch. Es ist so geil schärflich wie Knoblauch und schmeckt einfach richtig intensiv. Meine Finger stinken sogar schon ein bisschen nach Knoblauch einfach. Ich finde es richtig geil. Vielleicht nicht jedermanns Sache zum Frühstück direkt, aber ich glaube, so im Ei schmeckt das richtig geil. Dazu gibt es noch Cocktailtomaten und Brot gebe ich uns noch in den Toaster. Das hatten wir noch von gestern. Dazu noch Frischkäse, der hier einfach von Simply Bee, den mag ich auch echt gern. Und der ist nämlich auch gerade im Dauersortiment jetzt im Aldi endlich. Das heißt, ich kann ihn jetzt immer mitnehmen, was mich sehr, sehr freut. Das heißt, ich muss nicht immer zu Rewe rennen, sondern kann ihn jetzt ganz gemütlich einkaufen. Also richtig, richtig cool, wie sich das halt gerade alles so wandelt. Ich finde es richtig, richtig schön, das gerade so mitzubekommen, dass auch so Läden wie Aldi, Lidl, Penny da halt wirklich so krass aufstocken. Das ist richtig, richtig schön. Also finde ich ganz toll. Und jetzt mache ich mal mein Ei. Beziehungsweise ich lese mich mal rein, aber ich glaube, so schwer ist das nicht. I like what I see. Sieht richtig gut aus. Let's have a taste test. Brot ist schon mal kross, ha? Hm. Oh. Ist kein Ei, aber ist lecker. Ja? Und für 5 Euro? So viel hat das gekostet. 5 Euro? Ja. Na. Nee? Na. Scheiße. Oh. Ja, ich dachte, ich probiere es mal aus. Ich weiß es ein bisschen. Also, hä, also nicht mehr oder ab und zu mal oder sagst du Quatsch? Na, wir können ja frühstücken gehen für 5 Euro. Du bist blöd. Ja, also ich habe mein Bestes gegeben, gut gewiss ist es. Aber die Konsistenz, ich kann es nicht beschreiben, aber die ist einfach zu, die ist zu weich. Also es schmeckt halt einfach pflanzlich, kann man sagen. Sie haben es probiert, aber... Also es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Also, mich stört nur die Konsistenz. Es ist so... Finde ich eigentlich schon okay. Echt? Also es ist halt nicht eilig, nicht eilig, aber... Ja, es ist genau nicht eilig. Hm. Wenn euch die Konsistenz nicht stört, dann macht es gerne mal nach, weil auch so war es echt einfach zu machen. Es ist nichts angebrannt, man hat auch kein Öl gebraucht. Vielleicht zum Backen. Aber da brauche ich es auch nicht, 5 Euro ist teuer. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde oder nicht. Was sagen wir? Hm. Ich finde geschmacklich schon. Mhm. Und wenn man Geld hat, das Geld hat, dann. Dann macht's. Dann ist es wirklich cool. Aber ansonsten nicht. Mhm. Ja, oder wenn man halt wirklich vegan ist und es so die einzige Möglichkeit ist, mal ansatzweise Ei zu essen, so ungefähr. Ja. Dann lohnt sich das ja auch mal. Sieht zumindest aus wie Ei. Mhm. Mir hat auch eine Zuschauerin geschrieben, man kann das wohl mit Tofu, kann man Rührei machen. Ich habe das jetzt schon öfter gelesen. Vielleicht sollte man das mal probieren, das ist ein bisschen günstiger und das, ich mag Tofu, das könnte vielleicht auch schmecken. Wir sind mal zusammen in der Küche. Wir haben nämlich heute beide den ganzen Tag relativ Zeit. Es ist kurz vor Semesterferienende. Ich habe heute noch Hausarbeit geschrieben. Stimmt. Tja, ich war ja schneller. Wir dachten, wir machen jetzt mal eine Pause, eher eine
Hausarbeitspause, ich eine Schneidepause machen, jetzt zusammen Mittagessen. Und zwar gibt es Sommerrollen. Ist eigentlich nicht so das perfekte Wetter dafür, weil es eher ja kalt ist, das Essen. Und es regnet und es ist gerade kein Sommer, aber ich mag die richtig gerne. Das sind jetzt im Überblick die Zutaten. Und zwar einfach Kraut, damit wir irgendwie die Sommerrillen mit was befüllen können. Wir hatten letztens Rotkraut, aber ich finde sogar Weißkraut eigentlich ein bisschen angenehmer, muss ich gerade sagen. Nicht. Schade. Heute ist es Weißkraut. Dann noch ein bisschen Eisbergsalat, den hatten wir eh noch über. Den kann man auch immer richtig gut klein hackeln und dann mit reingeben. Karotten, die muss ich leider schälen und selber zerhackeln. Aber halt auch, das Wichtigste ist immer, dass es ganz dünn geschnitten wird und fein, damit auch viel reinpasst dann in die Reispapiertaschen. Paprika, die sieht auch schon, ja, schon bessere Zeiten. Ne? Naja, egal, aber die verwenden wir jetzt auch. Tofu braten wir an und das war es eigentlich auch schon. Also so ein bisschen dieses... Braucht noch eine Soße, oder? Ah, stimmt, ja. Soße gibt's auch noch, aber die zeige ich euch dann später noch. Die ist aber echt eigentlich ganz easy. Jetzt schnibbeln wir erstmal, ne? Das Nervigste eigentlich. Als letztes folgt jetzt noch die Soße, weil alles jetzt geschnibbelt ist soweit. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Paprika einmal in Längsscheiben, Karotten, Kraut, weißes und Eisbergsalat. Hier noch der Tofu. Und ich mache jetzt quasi so eine Art ja, Dipsoße aus Erdnussmus und Sojasauce. Damit das nicht so salzig schmeckt, mache ich noch ein bisschen Heusinsauce rein. Mag ich eh richtig gerne immer. Die mache ich über alles drüber. Und genau, das mache ich jetzt gleich in so einem Mischverhältnis, dass es halt dann einfach cremig wird. Ich kann euch da selbst gar nicht so sagen. Aber halt einfach, dass es eine gute Konsistenz ergibt. Hier haben wir alles nochmal in Reihe und Glied aufgestellt. Hier haben wir quasi noch heißes Wasser. Sieht man das? Na, jedenfalls ist da heißes Wasser drin, weil wir dann da quasi die Reisblätter reinmachen und dann kann man sich das immer alles selbst belegen. So ein bisschen Wrap-mäßig. Also ist es ja eigentlich nur eine feine und leckere Sache. Das machen wir jetzt mal. Das ist alles. Sieht echt gut aus. Ja. Könnte man so servieren, du. Ja, meinen klappe ich jetzt auch noch zu. Müsste quasi einmal so einfach umdatschen. Was ist jetzt mit einer Hand schwer? Und dann ist auch fertig. Die sieht nicht so schön aus wie deine. Nee, ich wollte gerade sagen, deine ist schöner als meins. Die Szene sollte euch auch bekannt vorkommen. Wir hatten an dem Tag nach den Sommerrollen den Kaiserschmarrn gegessen gehabt. Da hatte ich ja euch mitgenommen, als ich in Cafés gegangen bin. Und genau, da hatte ich Kaiserschmarrn und Almdudler. War auch wirklich sehr, sehr lecker. Zum Abendessen mache ich mir jetzt einfach ganz so schlicht Laugenstangen, Aufbacklaugenstangen. Die hatte ich ja auch noch von meinem Tiefkühlvideo. Und die sind wirklich, also Laugenstangen sind underrated. Anne ist nämlich im Stadion jetzt. Heute spielt die Eintracht. Ich bin zu Hause geblieben, obviously. Und ja. Machen wir die jetzt einfach nur noch in den Ofen. Und genau. Wenn das kein Schmaus ist. Ich habe jetzt meine Laugenstangen rausgeholt. Die sind jetzt auch perfekt braun. Also so mag ich das. Richtig nice. Und dazu habe ich mir jetzt auch noch gleich mein Dessert für heute noch direkt mit ins Bett geholt, weil ich heute nicht mehr aufstehe. Das sage ich euch. Bademantel habe ich nämlich auch schon an. Und genau, den werde ich dann auch noch essen. Und dabei jetzt YouTube oder Netflix gucken. Aber irgendwas werde ich jetzt schauen und das dabei essen. Freue mich. Wir haben es heute Donnerstag, 6.30 Uhr. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Und deswegen ist meine Stimme noch so tief. Also wäre ich ein Grizzlybär. Jedenfalls, ja, haben wir es den
14. April. Und genau, ich habe jetzt wieder Uni seit dieser Woche und ich habe es auch schon auf Instagram erzählt. Ich habe zum Glück nur Montags-Uni, morgens von 9 bis 18 Uhr und dann nochmal heute donnerstags von 8 bis 9.40 Uhr. Und das ist mein Stundenplan für dieses Semester, was sehr cool ist. Ich konnte mir alle Module echt auf diese 2 Tage ballern, was sehr, sehr cool ist, weil ja, ich dann so echt alles perfekt unter den Hut bekomme, was halt YouTube angeht, aber auch trotzdem noch Freunde, Zeit für mich, Freund, Sport, alles sowas. Ja, nur weiß ich dann manchmal nicht, ob ich mich gleichzeitig hassen soll dafür, weil es wirklich früh ist. Also 6 Uhr ist nicht meine Uhrzeit. Aber ich finde es auch eigentlich ganz gut, weil mit der Zeit kriegt man ja doch eine innere Uhr und dann hat man sie auch immer wieder drin. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich endlich mal wieder sehr früh aufstehe für meine Verhältnisse. Und ich trinke gerade meine goldene Milch, as always. Und genau, wir haben es jetzt eh sowieso viel, viel später, weil ich ja übers Wochenende da letzte Woche irgendwas mit meinem Magen hatte, was ganz seltsam war und ich nur Schonkost essen konnte die ersten 2 Tage und ich dann gar nicht mein Food Diary weiterführen konnte, als dass es sich gelohnt hätte, das letzte Woche zu posten. Deswegen mache ich jetzt einfach ganz normal weiter und zeige euch jetzt auch mal mein Frühstück, was ich jetzt zur Uni mitnehme. Es ist jetzt nichts, doch eigentlich ist es schon special. Ich habe mir nämlich coolerweise mein Bananenbrot von gestern aus meinem Video noch mitnehmen können. Und zwar habe ich dem Arne extra gesagt, er soll mir noch 2 übrig lassen. Das war ja mein Oreo-Bananenbrot. Schaltet gerne ein, das Video kam vor 2 Tagen online. Ist sehr, sehr cool geworden. Da habe ich quasi eure Food-Empfehlung getestet. Und das war sogar eher eigentlich ein Flop. To be honest, also ist auf jeden Fall, ne, versteht mich nicht, es ist schon lecker. Ich habe halt mehr erwartet so. Aber das nehme ich mir jetzt mit, weil, ja, ich so Zeit gespart habe. Und noch eine Banane. Außerdem Wasser. Eine Aktivschorle. Ich finde die irgendwie richtig lecker. Ich weiß auch nicht, ich habe die früher mal zu Hause getrunken, weil meine Mama die mal gekauft hat. Und jetzt habe ich mir die auch mal geholt in so einem Sixer. Die sind echt lecker. Genau, und ich glaube, ich nehme ja auch noch einen Riegel mit. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das schon längst genug für... Ich habe nur ein Modul heute, aber man kann schließlich nie genug mitnehmen, oder? Also... Lieber nehme ich mir immer zu viel mit als zu wenig, weil das geht wirklich gar nicht. Und wenn ich wirklich gerade in der Uni Hunger bekomme und keine Möglichkeit habe, irgendwas zu essen, nicht gut. Deswegen kommt er jetzt auch noch mit. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich kann euch sagen, ich kam jetzt vor 2 Stunden nach Hause, mich auch schon seitdem in gemütliche Sachen begeben und bin ja in die Uni. Führe aber übrigens den Arsch. Denn entweder ich habe die Mail nicht bekommen, ich habe wirklich geguckt, sie ist auch nicht im Spam-Ordner gewesen. Die Vorlesung war heute nochmal online angesagt und ich stand dann halt vorm leeren Raum und habe den Zettel da hängen sehen. Er war 2 Stunden dann dahin gefahren, um mein Brot, mein Bananenbrot dann von meiner Uni zu essen. Naja, wie auch immer, reden wir nicht drüber. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall eine Kleinigkeit zu essen. Habt ihr ja gerade gesehen. Einfach Schnitzel und etwas Gemüse. Ich gebe auch noch hier die restlichen Zuckerschoten dazu und mache mir noch Süß-Sauersoße rein, Sojasauce und noch Kokosmilch. Das ist nämlich alles noch von gestern übrig geblieben. Ich hatte nämlich jetzt als ich nach Hause kam, vorhin noch mal... fürs Video noch so eine Cheesecake Bowl probiert. Kann ich euch mal gerade einblenden. Das war von der lieben Kiki, also von der Chiara von Kikilicious. Und deswegen habe ich auch dementsprechend nicht mehr so viel Hunger. Das war so massig. Also dieser Quark, ich spiele den jetzt schon. Und ganz kurz, ich merke echt, das freut mich auch irgendwo, dass ich es nicht mehr gewohnt bin, so viel Tier zu essen. In dem Sinne, also Milchprodukte, weil ich habe so ewig keinen Skyr oder Magerquark mehr gegessen, weil ich nur noch Sojajoghurt eigentlich esse. Und ich merke richtig, mein Bauch ist so aufgebläht. Ich zeige es euch mal. Olli, schaut doch mal. Also, seht ihr das, wie aufgebläht der ist? Als wäre ich schwanger. Ich finde es richtig krass, aber es freut mich ja irgendwie zu sehen, dass mein Magen da schon langsam drauf reagiert, dass er das nicht mehr so gewohnt ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, jedenfalls war die Bowl richtig lecker. War echt geil. Dementsprechend mache ich mir halt einfach nur, Schnitzelchen, 4 Stück. Sind halt nur so Mini-Schnitzel. Das sind die hier von Penny. Genau. Das gibt es jetzt noch. Weil irgendwas Deftiges brauche ich tatsächlich jetzt noch mal.
ist wie gesagt nichts Besonderes, aber ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Da unten sind wie gesagt noch meine Schnitzelchen. Man sieht die irgendwie gerade gar nicht. Da ist noch das vierte. Looks not really good, aber schmeckt wahrscheinlich richtig lecker. Ich hatte so Bock auf Schnitzel. Oh, himmlisch. Bevor ich es vergesse, ich esse gerade Oreos. Es passiert mir auch voll oft, also manchmal vergesse ich es auch echt einfach zu filmen. Aber hier, ich esse gerade Oreos. Vor allem, was mich so freut, das wusste ich gar nicht. Die sind ja jetzt vegan. Also schon immer. Also für mich ist es jetzt. Das hat mir letztens eine Freundin erzählt. Ich finde das richtig cool. Next Snack. Mein Snack gerade war ein gefülltes Ei. Ich kann euch das gleich zeigen, denn wir haben zum Glück noch eins. Die sind so lecker. Moment. Und zwar das hier. Das war die Sorte. Ah, toll. Das war aber mit Haselnuss gefüllt. Richtig, richtig lecker. Das hebe ich aber jetzt noch dem Arne auf, weil jeder hatte zwei. Und ich habe jetzt meine zwei aufgegessen. Aber die sind richtig, richtig gut. Also nutzt es noch aus. Noch ist Ostern. Also es ist kein Ostern mehr, aber gibt es auf jeden Fall bestimmt noch die Eier. Schlagt zu. Haselnussfüllung. Mega lecker. Hilfe. Geht jetzt noch, bis wir zum Spiel fahren. Ich wollte euch nur updaten. Wir haben es jetzt kurz vor... Heute ist ein ganz, ganz wichtiges internationales Spiel für die Eintracht. Und es ist sogar so wichtig, dass ich sogar heute mitgehe, weil... Er hat da wirklich schon wochenlang von redet. Genau, deswegen gehen wir da jetzt hin und werden da wahrscheinlich auch eine Kleinigkeit essen. Es ist... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar in Bornheim und da gibt es eh so viele... Ne, wieder in der Berger Straße da oben, ne? Da gibt es so viele Möglichkeiten, was Feines zu essen. Von daher kommt ihr mit. Ich zeige euch auf jeden Fall, was wir später noch essen. Alles klar, ich befreie euch, denn ich bin nicht befreit. Ich bringe Glück. Glücksbringer zu sein ist anstrengend, sage ich euch. Deswegen muss ich mich jetzt stärken, um weiter Glück zu bringen. Ich habe mir jetzt eine Ofenkartoffel bestellt mit Sour Cream und Salat. It's done! Yeah. Das ist jetzt unser Karfreitagsfrühstück. Es war eigentlich eine ganz coole Idee, dass ich jetzt mal Heidelbeeren reingemacht habe. Ich dachte, dann sind die vielleicht ein bisschen fruchtiger. Blaubeeren sind immer eine gute Idee. Und hier haben wir auch noch Heidelbeeren und ganz viele Streichcremes. Also diese Kokoscreme noch von DM, die kennt ihr bestimmt noch. Marmelade, of course, die habe ich gestern extra gekauft. Mandelmus. Die Lotuscreme, noch ein bisschen Sojajoghurt und Apfelmus. Und das werden wir uns jetzt belegen und essen. Guten! Hier, zeig's nochmal ganz still hier. Düdü! Hier ist halt gute Laune, kann ich euch sagen. Mittagessen wird nochmal das leckere Kartoffel-Falafel-Rezept. Es hat uns so lecker geschmeckt. Also Arne auch. Das habe ich euch gar nicht erzählt. Der hatte das ja auch probiert. Und es ist einfach wirklich ein super schnelles, aber auch geiles Essen. Und genau, da hat man einfach die Potatoes. Die habe ich gewürzt mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver. Paprika schnibbelt man, Zwiebel. Genau, die Falafel hier von Green Cuisine und Simply V. Und das kommt jetzt alles eigentlich nur hier rein. Wird vermengt, Käse drüber und fertig ist es. Und dann kommt es noch eine halbe Stunde in den Backofen. Das werden wir uns jetzt genehmigen, ne? Mhm. Natürlich mit dem Feta. Die gibt es nur im Team. Die beiden. Haben wir noch Soße. Wobei man das jetzt eigentlich nicht braucht, finde ich. Aber probiert es gerne echt mal aus. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Nun gibt es noch einen Bienenstichplunder zum Nachtisch. Den habe ich mir extra noch gestern mitgenommen vom Rewe. Auf den freue ich mich richtig. Ich habe den nämlich auch noch nie gesehen. Ich liebe Bienenstich und ich liebe Blätterteig. Von daher
glaube ich, das wird ganz schön lecker. Wir beide machen uns jetzt gleich einen Main. Und das erzählen wir jetzt. Main oder Ostpark? Ich dachte Main. Oder wir sind Ostpark. Wir gucken mal. Naja, aber wir wollen auf jeden Fall so ein kleines Picknick machen. Und haben wir schon alles vorbereitet. Dafür war ich nämlich gestern noch einkaufen, weil ich spontan so Lust darauf hatte, an Karfreitag Picknick zu gehen. Es ist auch so schönes Wetter noch, deswegen nutzen wir das jetzt noch aus. Und wir machen unser erstes Picknick in Frankfurt. Ich freue mich voll. Das haben wir irgendwie echt noch gar nicht gemacht. Doch, also noch nicht seit wir hier wohnen. Aber wir hatten schon. Seitdem wir hier wohnen, meine ich, das haben wir noch nie gemacht. Hier haben wir auch alles, ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir essen das ja auch erst heute Abend. Wir haben einmal ein Baguette dabei, Trauben, Cocktailtomaten, Gurkensticks, Paprika, Hummus. Diesmal wollte ich mal einen anderen ausprobieren, sonst nehme ich immer den gegrilltes Gemüse-Hummus. Aber jetzt mal hier diesen Mango-Curry, ich glaube, der ist auch richtig lecker. Dann Oliven und Feta, damit der Arne happy ist. Und ich liebe grüne Oliven, aber auch so eine Kombi mit Feta ist richtig lecker. Artischocken, so fertig eingelegte und noch Frikadellen. Und das nehmen wir jetzt mit und machen uns los. Wir haben jetzt alles aufgebaut, aber es sieht mehr Instagram-like aus, als es ist. Es ist sehr kalt und windig, aber wir machen das Beste draus. Immerhin ist der Himmel blau, ne? Alles kann man jetzt auch nicht haben. Jedenfalls ist jetzt das Picknick eröffnet, ne? Die Picknick-Saison. Und Anna hat meine Sonnenbrille auf, weil er sich nie eine mitnehmen kann. Ich habe mir eine bestellt. Das war's mit dem Food Diary. Ich hoffe, dass es euch sehr gefallen hat. Es ist heute auch echt ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Genau, und ich hoffe, ich habe euch mit eines der Rezepten inspirieren können. Und genau, dann sehen wir uns wieder am Freitag zu einem neuen Video. Macht es gut, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt und passt auf jeden Fall auf euch auf und bleibt gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle fit und munter. Ganz bald wieder. Ciao!